gewinnt, das habe ich auch in Ihrem Buch entnommen, das ist sozusagen das ist das Ding, um das es geht. Ja. Weil es ungleich viel mehr Energie bedeutet als also der Flächenverbrauch bei Photovoltaik ist so gewaltig, das schaffen wir nicht. Ein Windrad ist deutlich effizienter. So, Kommissar Becker, wenn wir lesen jetzt dieser Tage, 2% der Fläche soll in Zukunft zur Verfügung gestellt werden für Windräder, dann klingt das nach nicht viel. Ist es nicht viel oder ist es in Wahrheit doch deutlich mehr? Das ist sehr viel. Also 2% umgerechnet jetzt auf die Fläche Deutschlands, das wären circa 3.800 Quadratkilometer. Mhm. Das ist größer als Saarland. Saarland ist 2.700. Was wir zupflastern mit Windrädern? Mit Windrädern. Und wir haben, also die Zahlen sind bekannt, das Uber gibt das regelmäßig aus. Wir haben im Moment 0,9% der deutschen Fläche ausgewiesen für Windanlage, was nicht heißt, dass es schon bebaut ist. Es ist fast, also ich habe hier die Zahlen, freier Anteil dieser ausgewiesenen Fläche ist immer noch über 40%. Da kommen wir später dazu, über die Hemmnisse zu sprechen, warum das eigentlich nicht so gut funktioniert. 0,9% sind jetzt ausgewiesen. Perspektivisch sagt das Uber in einer noch nicht publizierten Studie, man bräuchte 1,3% der Fläche. Allerdings gäbe es keinen Abstand mehr zu den Siedlungen. Wind vor der Haustür. Keine Grenze zwischen Kommunen, das heißt, ein Rotorblatt kann also über die Gemarkungsgrenze einer Kommune und so weiter und so fort. Und deshalb sind wir jetzt auch bei 2%, auf 2% gegangen. Da hofft man, dass all diese Fehlquoten, praktisch 30% wird nicht genutzt, Abstandsregel und, dass man dann mit 2% hinkommt. Ich halte es persönlich auf Papier für machbar, aber in der Wirklichkeit, in der Praxis, draußen, ob wir das wirklich so schaffen, da habe ich meine Zweifel. Mhm. Das heißt, wie viele Windräder wären das dann mehr tatsächlich? Also wir haben im Moment, wenn ich mich nicht täusche, 30.000 Windanlagen. Mhm. Aber die Entwicklung geht ja weiter, die Technologie geht ja weiter. Wir können heute Windanlagen hinstellen mit 5 Megawatt. Das ist schon ordentlich. Ja. Aber ich kriege auf 1 Hektar nur 2 solche Anlagen. Genau. Warum? Weil ich Fläche drumherum brauche, nicht nur die Abstände, sondern auch die sogenannten Kranflächen. Immer mal wieder muss man auch zur Windanlage gehen und warten und sanieren etc. oder was austauschen. So. Mhm. Das ist irre viel. Das ist irre viel. Das ist nur Windanlage. Dann kommen wir noch zu Photovoltaik. Aber lass uns erst mal bei Wind bleiben. Das, ja. Das heißt, wir bräuchten, Sie haben es in Ihrem Buch, glaube ich, beschreiben Sie, dass Markus Söder alleine müsste in Bayern pro Woche 2 neue Windräder aufstellen. Der Ministerpräsident muss es nicht persönlich machen. Nee, das hoffe ich auch. Das ist die Leute Aussage dafür. Der Bayerischen. Über die Handwerker reden wir auch noch gleich, ob er die hat. Das ist auch noch ein wunderbares Thema. Also die Bayerische Energiewirtschaft hat vor einigen Wochen genau das gesagt. Wenn wir also Bayern klimaneutral machen wollen, dann müssen wir jetzt jede Woche 2 Windräder von dieser Stärke ans Netz bringen. Was ja in Bayern auch wegen der 10H-Regelung, H steht hier nicht für Horst, sondern für Höhe, kommt aber von Horst Seehofer, anders kann ich es mir nicht merken, dass eben etwas 10-mal, also das, sagen wir mal, ein Windrad ist 200 Meter hoch mit Rotor und da muss eben das mindestens 2 Kilometer vom letzten Gebäude der Gemeinde wegstehen. 10-mal sozusagen. 10H, genau. Und das ist natürlich eine völlig irrsinnige Situation. Da haben wir in Bayern einen Ausbau von 4 Gigawatt vielleicht gerade noch hinzukriegen. Das ist, wenn wir das wegnehmen, wenn wir auf 4H gehen oder sowas, hätte man fast 70 Gigawatt. Das heißt also, hier werden natürlich auch Regelungen geschaffen, die sind einigermaßen irre. Und ich will nur noch mal darauf hinweisen, warum ist denn das so ein Problem mit den Erneuerbaren? Die Erneuerbaren haben eine geringe Energiedichte. Bei den fossilen Ressourcen holen wir uraltes Material aus dem Boden. Mhm. Und das ist deswegen so energiereich, weil die Erde das über 300 Millionen Jahre zusammengepresst hat. Das heißt, wir machen ein Jurassic Park-Experiment mit Molekülen. Ja? Wir holen das aus dem Boden und jagen es in die Atmosphäre. Der Kohlenstoff, der in der Atmosphäre ist, der wäre ohne uns, wäre der immer noch im Boden. Das haben wir gemacht. Wir haben die Kohlenwasserstoffmoleküle verbrannt und so weiter. Und jetzt sieht man halt, bei diesen Erneuerbaren hat man eine viel geringere Energiedichte. Das heißt, man braucht viel mehr Fläche, um ähnliche Energiemengen bereitzustellen, wie sie uns eben durch Benzin und so weiter, durch raffinierte Maßnahmen überhaupt zur Verfügung stellen. Noch eine schlechte Nachricht in dem Zusammenhang. Frank Thelen, ich glaube, Baden-Württemberg, das grün regierte Baden-Württemberg, hat aus diversen Gründen, also Winfried Kretschmann sagt, das hat was mit den Leuten in Berlin zu tun, also er ist dafür eigentlich gar nicht verantwortlich. Egal, wer auch immer dafür verantwortlich ist, das ist auch offensichtlich so. Nichtsdestotrotz 16, glaube ich, Windkraftanlagen. 16 Windräder aufgestellt in den letzten Jahren. Ja. 16. Ja. Und 0,6% ausgewiesen. 0,6% als
verfügbare Fläche theoretisch dafür. So. Bayern hat sogar 0,1% nur ausgewiesen. Also lächerlich. Ja. Ich habe noch eine schlechte Nachricht für dich. Also wir haben eine Speichertechnologie entwickelt, die genau dann diese Energie speichert, damit dann nachts, wenn halt eben kein Wind ist, dass man dann halt eben auch noch Energie hat. Und die wird auch noch doppelt besteuert. Das heißt, es sind ganz klare Gesetze, du kennst das, ganz klare Gesetze heutzutage in der Bundesregierung, die den Speicherausbau verhindern. Und diese Dinge, ich glaube, das sind uns alle einig, die brauchen Speicher. Das heißt, irgendwie kommt das doch nicht alles zusammen. Auf der einen Seite wollen das alle, dann sagt der eine die H10-Regel, der andere ist grüner, baut aber nur 6. Mhm. Speicher ist einfach verhasst anscheinend in der Politik. Ja. Da muss man auch ganz klar sagen, obwohl ich ihn sonst auch geschätzt habe, hat Peter Altmaier einfach geblockt. Das ist, bis heute ist es da. Also irgendwie muss jetzt diese neue Regierung aufwachen und mal ernsthaft verstehen, was wir tun müssen. Und, also man hat keine Erfahrung damit. Das Problem, also wofür wir hier stehen, ist ja der Ausbau einer technischen Infrastruktur. Bis jetzt ist das immer mehr oder weniger in den Händen der Industrie gewesen. Jetzt wird der Staat aufgefordert. Wir müssen das Ding jetzt da hinstellen. Und der Staat hatte natürlich damit überhaupt keine Erfahrung. Wie Speicher? Was für Speicher? Was? Ach so, ja, das. Aber früher floss doch der Strom. Ich würde schon sagen, dass die Bundesregierung auch von bestimmten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beraten wird, die vieles auch wegdiskutieren und vieles verniedlichen. Das muss man einfach sagen. Also die Speichertechnologie hätten wir schon viel früher fördern müssen. Was heißt das verniedlichen? Naja, was sind das für Berater? Es gibt keine Probleme, die Energiewende wird nicht an Speichertechnologie scheitern. Wir haben genug davon. Es gibt überhaupt keine Probleme. So, es gibt Probleme und die müssen wir diskutieren, damit wir Lösungen entwickeln. Eins hat Harald jetzt genannt, oder Frank, aber es gibt auch Möglichkeiten, mit Erdwärme was zu machen, mit Wärmepumpe, also Strom und Erdwärme. Das wird im Moment mit dem doppelten Abgabesatz wie Öl und Erdgas belastet. Das kann es nicht sein. Das behinderte BMW und BMWi zusammen. Ja. Aber was heißt das? Dass ich wahnsinnig werde. Also, nein, weil ernsthaft, du willst ja, also wir wollen ja die Sachen voranbringen und dann siehst du, dass die Politik sich gegenseitig so verklemmt und sich so falsch aufstellt, wo du eigentlich sagst, sorry, aber ihr wollt doch alle grün. Also ihr wollt grüne Energie, ihr wollt weniger CO2-Ausstoß. Und dann auf einmal werden genau solche sinnvollen Lösungen doppelt besteuert. Was tun wir dann als Wirtschaftler oder Investoren? Wir rennen durch die Gegend und wollen den Kram verkaufen, weil wir es gut finden und weil wir es ausrollen wollen. Und dann gehst du nach einem Projekt zum nächsten und sagen einfach, sorry, wir haben das in Excel eingetragen, das lohnt sich nicht, wegen der Steuer. Und meine Hoffnung ist, dass die neue Regierung dort besser beraten wird und dass sie das macht, weil wir müssen jetzt mal neue Realitäten anerkennen. Ja. Herr Fratscher, eines der Schlagworte von Armin Laschet in dem Wahlkampf war immer die berühmte Entfesselung. Ist das das, was wir an dem Punkt brauchen? Wie lange dauert so ein Genehmigungsverfahren im Moment, bis so ein Windrad, schon wieder Gelächter hier auf meiner linken Seite, bis so ein Windrad endlich steht? Wie lange dauert das? Wie viele Jahre? Das sind zum Teil 5, 6 Jahre, bis Sie da die Genehmigung haben. Das heißt, dann wird es eng mit 2 pro Woche. Ja, und ich glaube, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja jetzt das alles beschrieben, wo die Problematiken liegen und dass da einfach überall Hürden sind. Und ich glaube, das Problem ist doch letztlich eins der Besitzstandswahrung. Dass viele sagen, ich möchte den Klimaschutz, natürlich das ist wichtig, aber bitte nicht bei mir vor der Haustür oder bitte nicht, was mich betrifft oder was irgendwie Auswirkungen für mich hat. Und das zu überkommen, das erfordert Mut der Politik. Einfach auch mal mit mächtigen Lobbyinteressen zu brechen und zu sagen, nein, wir wollen eine andere Wirtschaft, wir brauchen das. Die Kohlewirtschaft, wenn ich mir anschaue, wie teuer der Kohleausstieg ist, 40 Milliarden Euro für eine Branche, in der noch 30.000 Menschen tätig sind. Also ich will jetzt das nicht schlecht reden, das sind Menschen, das ist eine Kultur, die verdient Unterstützung. Aber wenn man hier die Proportionen sieht, wie man eben an alten Dingen festhält, dann muss man sagen, wir müssen viel schneller diese alten Dinge hinter uns lassen. Wie viel ist das eigentlich pro Arbeitsplatz an Subventionen, die wir da, sind das 2 Millionen? Über 1 Million Euro, was da pro... Wie viel? Über 1 Million, 40 Milliarden Euro für knapp 30.000 Menschen. Das ist halt... Kommt aber nicht bei den Menschen an. Und ohne Zukunft. Wenn man sagen würde, man würde es fördern, weil es Zukunft hat oder weil es von mir aus Kultur ist oder sowas. Aber wir wissen ja, da wollen wir eigentlich weg. Und warum macht man sich da nicht ehrlich und stoppt das Ganze? Ne? Ich glaube, es ist viel, auch die alten Strukturen, das muss man jetzt nicht sagen, das sind nicht nur Menschen, sondern es sind auch viele Unternehmen. Schauen Sie sich die Automobilbranche an, die natürlich auch völlig zu Recht sagt, wir haben hier eine alte Technologie, wir haben ganz viele mittelständische Unternehmen, die wahnsinnig innovativ sind, die ganz Tolles geleistet haben über Jahrzehnte, die wollen wir doch irgendwie erhalten. Aber da muss man sagen, nein, wir müssen diesen Umstieg auf alternative Antriebe, auf Elektromobilität schaffen. Und wir können nicht alles Alte bewahren, sondern wir müssen einen Sprung in die Zukunft machen. Das heißt,
Mittelstandswahrung. Wir müssen uns verändern, alle von uns, auch gewisse Privilegien aufgeben. Das heißt beispielsweise für uns auch, wenn man jetzt in Urlaub fährt, dass man einfach weniger mit dem Auto fährt. Das heißt Ausbau von öffentlichem Nahverkehr, dass wir einfach das dort heißt Verzicht wieder. Sie haben jetzt das Wort heißt, Verzicht vermieden, aber Sie haben es angedeutet. Das ist, glaube ich, das, was man ehrlich sagen muss. Wir müssen jetzt eine riesige Transformation hinbekommen. Das erfordert massive Investitionen und auch für einen Zeitraum einen gewissen Verzicht, wo wir uns einschränken müssen. Weil wir haben jetzt beschrieben, viele Technologien sind noch nicht so weit entwickelt, dass man jetzt sagen kann, das löst alle Probleme. Das tut es nicht. Aber das ist erforderlich, damit wir in 20 oder 25 Jahren, hoffentlich bis 2045, wenn Deutschland ja klimaneutral sein will, dann haben wir die Technologien, die Investitionen getätigt, um dann eben mit einer neuen Wirtschaft diese Strukturen zu haben und dann wieso sollen Menschen in der Zukunft nicht wieder fliegen, wenn es eben mit klimaneutralen Technologien geht? Und das geht ja. Wir wissen, das ist möglich. Also es gibt diese Übergangsphase, das meinte ich vorhin mit, man darf es nicht zu langsam machen, weil wenn wir zu lange warten mit der Transformation, ist der wirtschaftliche Schaden groß. Über Fliegen und Mobilität würde ich gerne gleich noch sprechen. Ich sehe nur gerade im Hintergrund, Frau Messari-Becker, ist genau Ihr Thema, doch übrigens das von Frank Thelen als Investor. Wir haben es vor 10 Minuten ungefähr schon mal ganz kurz so gestreift. Das ist ja beeindruckend, was wir da hinten sehen. Es zeigt auch, wie unglaublich aufwendig es offenbar ist, diese Windräder aufzustellen, dieses Repowering, die Dinger, die immer größer werden, die nur eine bestimmte Laufzeit haben. Wie viel Beton ist vonnöten, um so ein Windrad aufzustellen? Und wie viel Material überhaupt? Und wohin dann mit dem Material? Ich habe irgendwo eine Zahl im Kopf, dass man 90% von so einem alten Windrad quasi recyceln kann, aber 10% demzufolge offensichtlich nicht. Also der Materialaufwand, wenn wir jetzt allein das Fundament nehmen, da brauchen wir für eine Windanlage bis zu 2000 Tonnen Stahlbeton. Das muss natürlich auch irgendwo her. Produziert werden. Stahl. CO2-neutral. Beton. Genau, Stahlbeton. Also das ist ja bewährt, also Beton und Eisen drin. Das muss klimaneutral produziert werden, es müssen die Kapazitäten natürlich auch da sein. Und das Thema Kreislaufwirtschaft, wenn es mal irgendwann nicht mehr tut, muss ich in der Lage sein, das wieder zu recyceln, wieder dem Kreislauf zu geben. Die 90% Recyclingquote, die gehen natürlich, die beinhalten nicht die Rotorblätter. Die Rotorblätter sind nach wie vor ein großes Problem, beziehungsweise wir brauchen da mehr Innovation, mehr Ideen, kluge Ideen. Es ist im Moment Sondermüll. Sondermüll. Muss man so sagen. Sondermüll, das heißt, wir müssen es nachher deponieren. Schon im Land heißt das übersetzt. Und Deponien sind in Deutschland voll. Wir fahren inzwischen aus Süddeutschland nach Norddeutschland und bringen dort Bauabfall. Also Deponiekapazitäten sind sehr gering. Und deshalb ist es wirklich eine Aufgabe auch für die Bauwirtschaft, dass man die Materialien klimaneutral hinbekommt und für die Materialforschung eben, dass wir neue Materialien brauchen. Weil wenn ich mir das so anschaue, 105 Gigawatt sollen dazu kommen an Windstrom. Das ist unglaublich viel Material. Aufwand, was wir betreiben müssen. Das sehe ich im Moment noch nicht. Also, um es in Zahlen zu machen, die Bauwirtschaft macht pro Jahr 620 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. Wenn ich diese Baubranche vergrößern muss, verdreifachen muss, um die 4% Sanierungsrate hinzubekommen oder um die Materialien zu liefern, dann reden wir hier von Investitionen, da reichen nicht die 500 Milliarden Euro Schulden, Herr Fratscher. Also das wollen wir nicht. Das wären Schulden, die unsere Kinder und Kindeskinder bezahlen würden. Also wir müssen irgendwie andere Wege finden, um das zu stemmen, außer nur immer mehr wollen. So, und jetzt frage ich mich mal ganz kurz, also nur noch mal zur Einordnung. Weil hier dann der Eindruck entsteht, hier passiert ja genau das Gleiche wie bei der Kernenergie, wo wir ja auch keine Lager gefunden haben. Und das kann man nicht recyceln, von einem Kernkraftwerk kann man gar nicht recyceln. Das sind andere Verhältnisse, völlig genau, klar. Aber das nur noch mal klar zu machen, das ist ein ganz, das ist im Vergleich zur Kernenergie, ist das hier, sind das hier eigentlich keine wirklich relevanten Probleme. Das kann also man, das kann man lösen. Ich vergleiche es mit Strahlung als Last. Radioaktivität ist eine völlig andere Geschichte. So, nicht, dass er aber jetzt gleich wieder, ja, dann bauen wir doch noch ein paar Kernkraftwerke und so weiter. Nee, das ist damit nicht zu machen. Ich glaube auch, dass das ist eine Riesentransformation. Aber genau an der Stelle würde ich sagen, da kann man innovativ sein. Also bei der Materialforschung, da sind wir richtig gut über die Jahrzehnte, fast Jahrhunderte. Also da kann man richtig was erwarten. Man denke nur dran, wie sah ein Automobil zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus? Wie sieht es jetzt aus? Welche Materialien werden verwendet? Da ist sicherlich was zu holen. Und ich denke, dass es auch möglich sein wird, in Zukunft tatsächlich Windräder noch besser zu bauen und so weiter. Aber dass das natürlich eine riesige Transformation ist,
Und die Gesellschaft ist, obwohl immer und immer wieder darüber gesprochen wird, überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also es gibt nicht diese große, wie wird das gerne soziologisch genannt, Narrativ, diese Erzählung, die also ein Land trägt, wenn es sagt, okay, die nächsten 60 Jahre bauen wir, oder die nächsten 30 Jahre bauen wir unser Energiesystem um. Ja? Wenn man das so sieht, wenn man sich dann noch klar macht, ist vorhin kurz angedeutet worden, wie wir in Zukunft vor allen Dingen fahren werden. Also Lkw, Pkw werden ja elektrisch betrieben werden vor allen Dingen, weil die Energieeffizienz so hoch ist. Besser als Wasserstoff. Genau, und ein Teil mit Wasserstoff. Aber auch um Wasserstoff herzustellen, gigantische Mengen Energie, um Zement, um Stahl herzustellen, brauchen wir gigantische Mengen Energie. Unser Energiebedarf in Zukunft wird ja deutlich steigen, oder nicht? Absolut, ja. Ja, schon wieder Gelächter. Ja, was soll ich denn machen? Wir haben so viel Heiterkeit ausgelöst mit meinen Fragen wie heute. Wir steigen, und die Szenarien gehen nämlich davon aus, dass auf der einen Seite erneuerbare Energie ausgebaut wird, aber auf der anderen Seite der Energiebedarf, oh Wunder, halbiert wird, auch im Gebäudesektor. Und das ist extrem schwierig. So rechnen wir uns ja gerade auch die Welt schön, indem wir dann sagen, wir sind ja schon bei 30-40% bei den Erneuerbaren, sind wir doch eigentlich nicht wirklich. Aber nur beim Strom. Nur der Stromanteil, Nur der Stromanteil. Ja, aber inklusive der alten erneuerbaren Energien, inklusive Kleinwasserkraft und Biomasse und so weiter. Was ist denn die wahre Zahl? Die Wahre liegt angeblich bei 10%. 15% der gesamten Energiemenge in Deutschland ist erneuerbar. Der Rest, 15 bietet aber 10% neue erneuerbare Energien, Photovoltaik, ganz neu. Also das heißt, um auf 100% zu kommen, Frank Thelen, ich weiß nicht, ob mir da die Fantasie jetzt fehlt, aber wie machen wir das? Frag nur für einen Freund. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, wir beide sind da ein bisschen auseinander in der Optimistik. Können wir wirklich Atomkraft so machen, als dass sie gut funktioniert? Dort gibt es ja Leute wie Bill Gates und Elon Musk und auch Jeff Bezos und so weiter. Und ich glaube auch einige Forscher, die sich da auch sehr positiv äußern, dass das möglich ist. Auf der einen Seite neue Atomkraft, man nennt das Atomkraft vierte Generation. Die ist dann wirklich sehr sicher. Und sie kann teilweise, gibt es auch ein Projekt, das läuft auf Atommüll. Das heißt, wir müssten nicht mal neuen generieren. Und ich bin auch sogar positiv, dass wir eine gute Lösung für Atommüll finden werden, weil wir den intelligenter, besser abbauen werden können in der Zukunft. Finde ich Atomkraft super toll? Nein. Ich hätte auch gerne irgendwie was ganz Grünes. Aber ich sehe jetzt genau das, weil das, was du gerade aufgezeichnet hast, da weiß ich nicht, wie das realistisch noch funktionieren soll. So, und dann gibt es noch so etwas wie Kernfusion. Das heißt, man holt quasi die Sonne, das, was die Sonne macht, auf die Erde. Dort gibt es auch ganz viele Projekte. Es gibt gerade viele Durchbrüche in den letzten Wochen. Einige Unternehmen sagen, dass sie 2025 sogar schon die ersten in Betrieb nehmen werden. Dann könnte man sich wirklich vorstellen, dass das ist dann eine unendliche Energiequelle auf der Welt. Und die ist auch relativ green. So, wie realistisch ist das, dass das passiert, ist eine große Frage. Ich glaube, er ist da sehr skeptisch und sagt, okay, wenn ich jetzt mir das angucke, wo steht die Forschung, das wird erstmal nicht funktionieren. Aber ich bin jemand, der sage, hey, wir haben eine exponentielle Entwicklung. Wir haben künstliche Intelligenz, wir haben Quantencomputer, wir haben 3D-Druck, wir haben immer mehr Intelligenz. Und deswegen, glaube ich, wird sich auch diese Entwicklung exponentiell dort in der Forschung und den Möglichkeiten entwickeln. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass wir dort neue Energiequellen bekommen. Weil nur mit Windkraft würde es nicht funktionieren. Wir haben uns bei Windkraft zum Beispiel Drachen angesehen. Das ist schon deutlich besser als die Windräder, weil die höher fliegen. Das heißt, die haben halt mehr Wind, permanent Wind. Die brauchen nicht so viel Beton in der Erde. Aber auch das hat Probleme, weil man ja dann quasi Drahtseile durch die Landschaft hat. Und wenn dann zum Beispiel ein Flugzeug durchfliegt oder auch Vögel, ist auch ein Problem. Aber ich glaube, es ist schon mal ein bisschen intelligenter als die Windräder. Aber insgesamt brauchen wir neue Durchbrüche. Ansonsten werden wir ganz klar massiv zurückfahren. Das ist noch ein Thema, wo auch über keiner spricht. Ich liebe mein Steak und mein Burger. Aber man muss, glaube ich, fairerweise sagen, dass es eines der schlimmsten Quellen ist für uns alle. Der Fleisch- und Fischkonsum mit der Energie, die er verbraucht, ist ein Riesenproblem. Also wir müssten eigentlich die Currywurst abschaffen. Das finden viele unschön, ich selber auch. Aber wenn ich realistisch drauf schaue, sagen, dass die Leute, die sich kein Elektroauto leisten können, jetzt nicht mehr zur Arbeit kommen, was du gerade erklärt hast. Ich glaube, das ist ein Problem. Frage, ist das Thema überhaupt in dem Zusammenhang? Ich glaube, dass wir alle kein Fleisch und kein Fisch mehr essen. Das finden wir blöd, aber das wäre, glaube ich, noch machbar. Aber irgendein Tod müssen wir sterben. Irgendwo müssen wir uns ein bisschen anpassen. Herr Fratscher, Sie wollten gerade, ist das der Verzicht, über den wir... Ich will bei der Atomkraft entschieden widersprechen. Ihr Fahrradfahrer mit einer Kilowattstunde. Eine Kilowattstunde durch Windenergie produziert kostet ungefähr 8 Cent. Eine Kilowattstunde mit Atomenergie 42 Cent.
so ungefähr das Fünffache. Und Kernfusion, klar, Zukunftstechnologie, nur diese Technologien müssen ja auch irgendwann umgesetzt werden. Und diese Zeit haben wir nicht. Also ich glaube, die positive Botschaft ist schon, technologisch ist in den letzten 10, 15 Jahren viel passiert. Wir sehen eigentlich, wie die technologischen Lösungen aussehen können. Ich würde sehr davor warnen, jetzt zu sagen, Atomkraft ist die Lösung, weil ich glaube, das ist wirklich ein Irrweg, das ist die falsche Richtung. Und sorry, ganz kurz, wie ich richtig stellen. Atomkraft kann nur eine Übergangslösung sein. Also wir wollen, ja, sorry, aber wir haben doch das Problem, die Uhr tickt. Das sind wir alle einig. Wir haben 8 Jahre, wenn das stimmt, was... Und wenn wir jetzt sagen, wie realistisch können wir denn wirklich auf der einen Seite die Windkraft ausbauen und laufen wir da nicht auch in Probleme rein? Und wann überhaupt haben wir den Speicher endlich mal im Netz? Versus ich baue parallel dazu auch moderne Atomkraft. Das ist ja das... Wir müssen ja irgendwie abwägen, weil es gibt leider nicht die perfekte Antwort. Aber der Technologiezyklus dauert doch so lange. Wenn Sie wirklich jetzt Atomenergie 4.0 machen wollen, die ist ja fertig. Dann sind wir vielleicht in 20 Jahren da, dass wir sagen, das können wir jetzt umsetzen. Also wir könnten doch mal gucken. Also alle unsere wissenschaftlichen Studien zeigen uns, es ist wahnsinnig teuer und es ist sehr viel sinnvoller, das Geld in erneuerbare Energien zu investieren. Also ich glaube, das ist halt... Gerne, wenn es einen Plan gibt. Aber aktuell muss man doch sagen, wir stehen doch da, wir hatten den Plan. Aber irgendwie sagt der eine H10, der andere sagt das, bitte nicht bei mir. Es gibt keinen Speicher im Netz. Ich fände das ja auch alles cool. Und ich investiere da ja auch massiv. Aber Coolness ist hier einfach nicht ausreichend. Sondern wir brauchen jetzt bitte konkrete Sachen. Und immer einfach zu sagen, Atomkraft ist blöd, ist nicht der Weg. Weil irgendwie müssen wir realistisch... Es ist teuer und man hat eben auch die langfristige Lösung mit dem Atommüll nicht. Also ich würde interessieren, ob in den 8 Cent, die 8 Cent für Wind, danke, die 8 Cent für Wind, das ist natürlich auch mit Förderung, ja, ne? Bis wir dahin gekommen sind. Das muss man einfach sagen. Bis wir dahin gekommen sind. Ja, der technologische Fortschritt war deshalb möglich. Absolut. Ja, mit Förderung, bis wir bei 8 Cent. Das geht nämlich immer verloren. Das heißt, wir sind uns alle hier in der Runde zumindest einig, sozusagen der Markt regelt das alles ganz von selbst. Das können wir beerdigen. Absolut. Das wird nicht funktionieren. Es braucht immer die Förderung, die Rahmenbedingungen, die Anreize und so weiter. Genau. Aber ich finde, die Diskussion über diese Technologie wird in Deutschland sehr moralisierend geführt. Ich habe den Eindruck, überall, wo das Wort Atom steht, ist schon die Diskussion verloren. Das ganze Deswegen Leben ist ein Atom. Lass es uns Hyperpower nennen. Wahrscheinlich ist es eine Frage der Sprache und der Kommunikation. Aber ich glaube, ich habe ein anderes Problem. Die Atomspaltung genießt in Deutschland keine gesellschaftliche Akzeptanz. Ich glaube, das kann man zur Kenntnis nehmen. Wir haben aber das Müllproblem auch noch nicht gelöst. Und wer irgendwas von Generationengerechtigkeit hält, sollte froh sein, wenn wir eines Tages einen Weg finden würden, dieses Müllproblem zu lösen. Es ist irre, was wir da machen. Dieses Weglagern und Wegdenken, ohne überhaupt was von der Tektonik der Erde, immer sicher zu sein, was da alles passieren kann, das finde ich unverantwortlich. Insofern, ich bin dann nur dafür, wenn man wirklich einen Weg findet, mit neuen Technologien diese Brennstäbe wieder zu nutzen. Dann sind wir sie los. Kernfusion, gucke ich jetzt zu Harald. Machen wir gleich. Kernfusion ist 10, 20 Jahre. Extrem wichtiges. Ich möchte auf gar keinen Fall Atomenergie und ich möchte auf gar keinen Fall Atommüll. Es geht mir einfach nur um Alternativen. Hätte ich eine Alternative, würde ich es besser machen. Weil was passiert, wenn wir keine Atomkraft oder andere tolle Ideen noch reinbringen? Dann werden wir auf jeden Fall CO2, eine Menge Emissionen haben. Dann werden wir auf jeden Fall 1-2 Grad, dafür bin ich kein Experte, auf jeden Fall wird es schlechter noch werden. Und dann kommen wir irgendwann an sogenannte Tipping Points. Ne? Dann kommen nämlich ja genau diese Kipppunkte, wo auf einmal auch wieder eine Menge CO2 aufgelöst wird, weil auf einmal große Eismengen verschwinden und darunter auch noch eine Menge steckt, was wir nicht in der Atmosphäre... auftauen, weil Permafrost auftaucht. Und das ist das, was ich diskutieren möchte. Ich finde Atommüll richtig scheiße. Ein richtiges Problem. Aber ich sage, was ist die Alternative? Darum geht es mir. Und solange mir einer sagt, ja, wir bauen alles mit Wind aus, aber in Wirklichkeit, gerade wurde es auch ein Land genannt, das von den Grünen regiert wird, passiert es nicht. Oder auch Markus Söder, ne, mit diesem H10 und so weiter. Das ist meine Frage. Was ist da realistisch? Und Atomkraft, da habe ich eine andere Meinung zu, die ist realistisch. Sie ist mit TerraPower zum Beispiel komplett fertig. Es gibt auch schon Testbetriebe davon, die sind auch deutlich günstiger. Und Bill Gates hat das Ganze finanziert. Und wir könnten es quasi kostenfrei als Open Source, weil es einfach definiert ist, nutzen. Ist das eine perfekte Lösung, also sogar wahrscheinlich noch eine schlechte Lösung? Nur noch weiter CO2 in die Atmosphäre zu hauen, ist eine beschissene Lösung. Aber der Astrophysiker sitzt hier im Studio, der was dazu sagt. Also es gibt keine Kernspaltung 4.0. Alle diese Reaktoren, von denen er spricht, sind Konzeptreaktoren. Es gibt nichts davon, was irgendwie in der Phase wäre, wo man sagen kann, jetzt bauen wir davon 50 Stück.
Also wenn man sich mal anschaut, wie groß der Gesamtanteil der Kernenergie in der Welt ist, zur Energie herstellt, das ist ja gar nichts. Ja? Also wenn wir das jetzt irgendwie nennenswert auf Kernenergie umdrehen wollten, dann müssten wir in Deutschland über 100 Kernkraftwerke bauen. Das heißt übrigens Kernkraft, das heißt also, man muss es gar nicht in Hyperenergie verwandeln, sondern es ist die stärkste Energieform, die es im Universum gibt. Es ist die Bindungsenergie von Nukleonen in einem Kern. Und auch bei der Fusion ist es so, alle diese ganzen Geschichten, von denen also wir gesprochen haben. Also im Gegensatz zu Kernspaltung, ja, die andere ist Idee, die Verschmelzung von, Kernfusion. Das eine ist die Spaltung von großen Kernen, dabei wird Energie frei. Das andere ist die Verschmelzung von kleinen Kernen, dabei wird auch Energie frei. Das ist der Versuch sozusagen, was die Sonne zu imitieren? Genau, das ist die Sonne zu imitieren. Prozess, das ist ein Prozess, der seit 1950 versucht wird und nicht gelingt. Das ist jetzt ein großer Reaktor, der in Cataraqui in Frankreich gebaut werden soll, ITER. Das wäre ein Forschungsreaktor, weit davon entfernt, in die Phase zu kommen, dass wir irgendwo Reaktoren bauen könnten, die sozusagen technologisch abgesichert sind. Wir haben grundlegende physikalische Probleme mit der Fusion. Und zwar, weil das Gas muss sehr heiß sein, 100 Millionen Kelvin heiß. 100 Millionen Kelvin, also richtig heiß, 100 Millionen Grad. Und das bedeutet natürlich, man muss es magnetisch abschirmen oder man versucht es mit Lasern. Der Laserteil hat überhaupt noch nicht funktioniert. Bei diesem magnetischen Einschluss hat man wenigstens sozusagen eine technologische Linie, entlang derer man gehen kann. Aber das sind alles Dinge, da reden wir von 2000 irgendwann. Also kann funktionieren, ist aber nicht kurzfristig die Lösung. Auch die Möglichkeit, zum Beispiel radioaktiver Zerfall, also diese radioaktiven Abfälle irgendwie zu behandeln. Da gibt es eine Anlage Myra in Belgien. Das ist eine Forschungseinrichtung. Die ist weit davon entfernt, auch wiederum in irgendeine technologische Phase überzugehen. Und da kann nur ein winziger Anteil des radioaktiven Materials kann tatsächlich behandelt werden. Also hier gibt es einfach natürliche Grenzen, die einfach über... Also man darf nicht denken, nur weil man sich was denken kann, dass es auch passiert. Ein fliegenden Elefanten können wir uns alle ganz denken, anders. Können wir aber nicht. Ja? Fliegende Elefanten werden abstürzen. Und zwar immer. Ja? Da ist nichts zu holen. So wie das Elektroauto, das war auch alles Voodoo-Voodoo bei ganz vielen Physikern und so weiter. Elektroauto stammt aus dem 19. Jahrhundert. Aber keiner hat gedacht, dass es skalierbar funktioniert. Das war genau das Gleiche. Ja, das gibt es als Forschung und so. Ich glaube, wenn die richtigen Köpfe, wir haben Marvel Fusion, wir haben großartige Investoren, wir haben großartige Physiker. Aber großartige Investoren können die Naturgesetze auch nicht verändern. Nein, absolut nicht. Aber zum Beispiel, wer ist denn aktuell, der genau das sagt, man kann zum Beispiel Wasserstoff, hat er gesagt, man kann die Naturgesetze nicht ändern. Deswegen ist es auch eine Fool Cell. Und was hat er auch zu Atom? Eine Fool Cell. Also Wasserstoff wird nicht funktionieren. Und was sagt Elon Musk zur Atomkraft? Es ist aktuell eine sehr gute Lösung. Weil er eben auch, genau, er baut ja gerade einen sehr großen Energiekonzern. Er ist einer der größten Solarproduzenten der Welt. Aber er sagt, wir werden so nicht schnell genug vorankommen und wir brauchen Atomkraft. Aber auch Elon Musk, egal wie er heißt, kann die Naturgesetze nicht verändern. Nee, völlig egal, wovon er spricht. Diese Technologie ist für das Problem des Klimaschutzes auf unserem Planeten völlig irrelevant. Völlig. Das sehe ich anders. Aber es dauert viel, also nehmen es wir dauert doch mal zu lange. Es dauert dir zu lange, aber sie ist nicht irrelevant, ist weil irrelevant. Man nie eine Lösung finden könnte. Aber es ist zu lange. Radioaktiver Zerfall ist eine fundamentale Eigenschaft von Atomkernen in einer bestimmten Form. So. Und da haben wir richtig viel Ahnung davon. Weil jemand jetzt glaubt, ich habe jetzt Geld, ich will aber jetzt, dass die Atomkerne anders zerfallen. Das wird nicht passieren. Dann könnte man auch, ich drehe jetzt die Welt in eine andere Richtung. Das läuft alles nicht. Ist das der deutsche Kulturpessimismus, der Investoren wie dich und auch andere immer so nervös macht? Das ist doch kein Pessimismus. Ich glaube, er sagt eigentlich, was mich sehr stört. Weil er sagt, ja genau, Frank, du kannst doch jetzt die Physik nicht ändern. Und das sage ich ja genau auch. First Principle Thinking. Also verstehe die Naturgesetze dahinter und dann kannst du ausführen und versuch nicht irgendwas zu machen. Also wette niemals gegen die Physik. Das sind absolut die Sachen, die wir glauben. Und deswegen glaube ich halt eben, dass es möglich ist und dass seine Sichtweise auf die Sachen zu beschränkt ist. Wer recht haben wird, werden wir in der Zukunft sehen. Wir haben das gleiche erlebt bei Lilium Aviation, wo wir ein elektrisches Flugzeug ohne Emissionen auch gebaut haben. Das berühmte Flugtaxi. Da haben ja auch alle gelacht und auch viele Flugzeugexperten haben gesagt, ja, das wird nie fliegen, das geht ja gar nicht mit der Energiedichte. Ja, am Ende des Tages hat das Team recht behalten. Das gleiche beim elektrischen Auto. Wann wird das kommen? Das wird sehr bald kommen. Ja, da muss man bei Lilium, die haben da ganz viele Aussagen zu der Website, das will ich nicht sagen, aber es wird deutlich früher kommen, als es, glaube ich, fast alle erwartet haben. Vorhin haben wir davon gehört, was für Ressourcen wir verbrauchen. Sind Flugtaxis wirklich das, was wir brauchen? Ja. Ist das die Technologie, die urbanen Siedlungen dringend brauchen? Ist es ein Baustein? Ist es ein Baustein? Weil zum Beispiel, was man gar nicht sieht, ist, dass das meiste CO2 wird zum Beispiel durch Straßen und Gebäude
emittiert. Mhm. Lilium schafft es, dass man Menschen und auch andere Dinge von A nach B bringen kann, ohne neue Straßen zu bauen. Das ist ein Riesenproblem. Und wenn man sieht, wie viel Straßenbau noch geplant ist. Und Lilium wird aus Baströhrchen gebaut oder aus was? Aus Baströhrchen. Ja, aus was wird Lilium, aus was wird denn das Gerät gebaut? Die Kosten für das Gerät sind doch da, die Ressourcen für das Gerät sind auch da. Ja, jetzt kann man sagen auch, das ist ja gleiche Diskussion, die auch hier in der Sendung schon mal geführt wird, sollten wir noch Autos bauen? Und es gibt ja auch Leute, die sagen, wir sollen einfach gar keine Autos und keine Züge mehr bauen. Das ist auch die Frage, warum stecken wir Geld in die Deutsche Bahn? Also ich glaube, die Menschheit... Ja, ich erinnere nur daran, was wir am Anfang der Sendung gesagt haben, um die Ressourcen, um diese Ressourcen geschehen. Ja, das ist ja gerade der spannende Punkt. Genau, ja. Genau, ich glaube, die Menschheit wird einfach nicht sagen, wir gehen jetzt in den Wald zurück und leben dort. Und, das habe ich ja nicht gesagt. Aber ja, aber wenn wir weiter zum Beispiel in Urlaub fliegen wollen oder wenn wir weiter zum Beispiel unsere Oma und Oma nicht direkt Haus in Haus leben, dann wollen wir die besuchen am Wochenende. Und ich glaube, wir brauchen dafür Fahrzeugmittel, die klimaneutral die Menschen von A nach B bringen. Und deswegen glaube ich, dass wir weiter Elektroautos brauchen. Ich glaube, wir brauchen Hyperloops. Ich glaube, wir brauchen auch Flugtaxis. Aber es ist natürlich keine Klimalösung, ganz im Gegenteil. Sondern, aber ich glaube, die Menschen wollen einfach reisen und wollen das tun. Und deswegen brauchen wir auch dort moderne Technologien. Wir brauchen aber auch eine Lösung für das Energieproblem und sollten zum Beispiel weniger Fleisch und Fisch essen, weil es auch ein riesen Energieproblem ist. Wir müssen nur irgendwie mit dieser Reduzierung noch einen Weg finden, wo wir Leute mitnehmen.